Hi Minis, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder eine neue K-Pop-Diät und zwar geht es um Yuna von ITZY. Ich finde allgemein, K-Pop-Idols haben sowieso mega schöne Figuren, aber Yuna ist nochmal irgendwie so ein anderes Level. Ich weiß noch damals diese virale Performance von ihr, wo sie diese Low-Waist-Jeans anhatte und getanzt hat. Oh mein Gott. Das geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Sie sah einfach so schön aus, Leute. Ich habe ja schon einige K-Pop-Diäten ausgetestet. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich ernähre mich heute nicht nur wie sie, sondern ich mache auch ihr Workout. Und Yuna hatte mal gesagt, dass ein Workout am Morgen ein guter Start in den Tag ist. Ich muss sagen, ich mache Workouts eher so gerne gegen Nachmittag abends. Aber für diese Challenge hier mache ich die direkt nach dem Aufstehen. Weil ich will die nicht nach dem Frühstück machen, weil nach dem Frühstück muss man dann immer für eine Stunde pausieren, weil nach dem Essen soll man ja nicht direkt Sport machen. Und deswegen würde ich sagen, ich ziehe mir erstmal meine Sportklamotten an und wir beginnen auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Minis. 1, 2, 3, let's switch this up. Okay, ich habe jetzt auf YouTube ein Yuna-inspired Workout-Video gefunden. Wenn man sich ihre Figur anschaut, dann sieht man so eine richtige Sanduhrfigur. Also sie ist nicht nur dünn, sondern sie hat auch mega Kurven. Deswegen ist dieses Workout hier, was ich mir ausgesucht habe, auch so auf den Bauchbeine-Po spezialisiert. Okay, Workout done. Ich muss sagen, bei dem Workout hier wird sehr stark Po und vor allem Beine beansprucht. Okay Leute, es wird Zeit fürs Frühstück. So, zum Frühstück gibt es einmal Toast mit Ei und Frischkäse. Ich habe bei Yunas Bild gesehen, dass da was Rotes drauf war. Das sah aus wie Marmelade, aber Marmelade, Ei und Toast ist ein bisschen weirde Kombi. Deswegen habe ich nur Frischkäse drauf gemacht. Ich esse ja auch so sehr gerne Frischkäse, Toast und Ei. Deswegen passt es eigentlich. Und dann habe ich mir einen frisch gepressten Orangensaft gemacht. Guten Appetit! Ist es bei euch auch so, dass wenn es heiß ist, dass ihr weniger Hunger habt, als wenn es kalt ist? Ich glaube, das wurde sogar mal bewiesen, weil irgendwie, wenn es kalt ist, dann verbrennt ihr schneller Kalorien, als wenn es heiß ist. Ich muss sagen, ich kann morgens sowieso nicht so krass viel essen, aber wenn es heiß ist, dann erst recht nicht. Aber ich muss mich jetzt zwingen, das zu essen, weil Yuna skippt nie ihr Frühstück. Cheers. Leute, wenn ihr bei Lidl seid, ne, holt euch diese Orangen. Ich glaube, die kommen aus Spanien. Also die sind ein bisschen teurer, aber die sind so krass süß. Entweder mache ich daraus Orangensaft oder ich schneide auch manchmal einfach so in kleine Stücke und esse sie. Die sind so süß, Leute. Und Vitamin C ist sowieso mega gut für euch. So, zum Mittag gibt es bei mir Nudeln. Yuna hat ja gesagt, sie isst zum Mittag bzw. Dinner entweder Nudeln oder auch sehr gerne Pizza. Ich wollte erstmal so eine Pizza selber machen, aber ich dachte mir, egal, mache ich mir heute Nudeln, weil ich Bock auf Nudeln hatte. Das sind einmal Vollkornspaghetti und ich habe noch Spargel reingemacht, weil wir noch welches da hatten. Und einmal so eine selbstgemachte Tomatensoße. Da ist einmal Tomatenmark drin und Sahne. Ist eigentlich ganz leicht, ihr müsst alles nur zusammen aufkochen. Ich mache alles immer nach Augenmaß. Und Salz und Pfeffer mache ich persönlich nicht rein, aber wenn ihr mehr Salz haben wollt, dann könnt ihr es gerne hinzufügen. Okay, let's try. Direkt gekleckert. Schmeckt richtig gut, vor allem es geht mega schnell. Und ihr könnt auch Chili reinmachen. Ich habe aber keins da, deswegen habe ich nur die zwei Zutaten gemacht. Leute, gönnt euch das Rezept. So, ich habe meine ganzen Contents gerade gedreht, alles schon bearbeitet. Ich bin so fertig, Leute.
und ich habe mega Hunger wieder. Und Juna ist nicht nach 20 Uhr. Und ich muss sagen, ich bin so eine kleine Naschkatze. Das heißt, das Abendessen jetzt wird einfach meine letzte Mahlzeit für heute sein. Sie isst nach 20 Uhr nämlich nichts mehr, sondern stattdessen wartet sie auf das Frühstück. Also wenn ich auf das Frühstück warten würde, dann wäre es safe so um 3 Uhr morgens oder so. Weil ich habe immer nachts Hunger, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Vor allem, weil es zum Abend einfach einen Salat gibt bei mir. Aber deswegen wird es ein richtig geiler Salat, Leute. Ich mache den jetzt, weil ich habe richtig, richtig Hunger. Und mal gucken, was ich reinmache. Ich glaube, Hähnchen macht sie rein. Und mal gucken, was ich so im Kühlschrank habe. So, wir bereiten jetzt meinen Salat vor. Ich habe schon mal die Blätter gewaschen. Das ist übrigens Rucola. Die Tomaten habe ich auch gewaschen. Ich musste das richtig so einweichen lassen, weil da war so viel Sand drin und ich konnte es einfach nicht essen. Deswegen hat mich das ein bisschen aufgeregt. Aber hoffentlich ist der ganze Sand jetzt weg. So, dann schneide ich noch so die anderen Zutaten dazu. Mozzarella mache ich rein. Dann ein bisschen Hähnchenbrust, Käse und Gurke. Ich glaube, ich mache die ganze Mozzarella rein, weil immer behalte ich so die Hälfte und die vergammelt dann im Kühlschrank, weil ich die nicht esse, wisst ihr? Ich vergesse das nämlich immer. Ich snack jetzt schon alles weg, ey. Ich schneide den Käse auch so in kleine Würfel. Ich liebe diesen Käse auch mega zum Snacken. Ein buntes Ei. So, als Topping nehme ich Joghurt immer. Ich bin nicht so ein krasser Fan von so Topping-Soßen, aber Joghurt mag ich mega gern. Ihr könnt auch so Salz und Pfeffer reintun, mache ich aber jetzt nicht extra. Boah, eine sehr große Salatschüssel heute, Leute. Voll die Hähnchenbrust vergessen, Leute. Entweder bratet ihr euch so Hähnchen in der Pfanne oder ihr macht so wie ich, weil ich bin zu voll dafür. Ihr nehmt einfach Aufschnitt. Schmeckt auch richtig, richtig gut. Rucola schmeckt nicht mehr sandig. So, nach dem Abendessen muss ich sagen, ich bin relativ satt geworden. Ich glaube, ich esse immer Mitternachtssnack, weil ich eigentlich nur zwei Hauptmahlzeiten am Tag esse, also morgens und so gegen abends. Mittags esse ich so gut wie nichts, außer so kleine Snacks oder so. Deswegen denke ich, meine dritte Mahlzeit ist sozusagen nachts so um 2 Uhr morgens. Ich sagte euch, ich bin eine kleine Naschkatze, aber weil ich ja heute insgesamt 3 große Mahlzeiten hatte, Hauptmahlzeiten, bin ich nicht so hungrig wie sonst. Ergibt Sinn, oder? Ich muss sagen, ich fühle mich allgemein richtig gut. Ich finde es gut, dass Juna nicht hungert und ich finde es auch gut, dass sie Frühstück niemals gibt. Und das Workout am Morgen hat auch gut getan, weil wenn man das am Morgen macht, ist der Vorteil da, dass ihr es hinter euch habt, weil wenn ihr es immer verschiebt bis zum Abend, hat man irgendwann nach dem Essen, denkt man sich so, boah, ich habe keinen Bock mehr, egal, mache ich es morgen. Man kennt's. War auf jeden Fall ein richtig spannendes Experiment und ja, Minis, das war's auch schon mit meinem Video. Schaut auf jeden Fall auch meine letzten K-Pop-Diäten an und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Phew.